Genau, ihr seht schon, wir haben heute Micha da. Micha ist Parlamentarier im Europaparlament seit 2019, schon fast frisch gewählt noch. Genau. Und Micha beschäftigt sich im Europaparlament mit Fragen des Klimaschutzes und mit der Rolle, die die EU dabei spielt, wenn es um CO2-Minderung, aber auch um genau internationale CO2-Minderungsziele geht, um Standards, die dabei helfen sollen, irgendwie das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das heißt, damit beschäftigt er sich praktisch sein berufliches Leben. Genau, er ist genau klimapolitischer Sprecher und er kümmert sich unter anderem um den European Green Deal und das EU-Klimaschutzgesetz. Das sind eben Begriffe, die euch vielleicht noch nichts sagen, vielleicht sagen sie euch schon was. Jedenfalls ist Micha da, um ein bisschen darüber zu erzählen, und woran er gerade arbeitet, was vielleicht die wichtigsten Themen der EU sind in den nächsten Jahren. Genau, ich würde jetzt einfach mal an Micha geben und du kannst dir gerne mal erzählen, was machst du im Europaparlament und was sind so die Themen, mit denen du dich beschäftigst und von denen du denkst, dass sie wichtig werden dieses Jahr. Okay. Also ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung und das ist wirklich großartig, dass ihr solche Webinare macht. Ich glaube, das ist jetzt genau das Richtige, nämlich dass wir diese Zeit nutzen, in denen wir eben nicht klimabewegt auf die Straße gehen können oder andere Dinge machen, um uns zu bilden und zu verstehen, wie funktionieren eigentlich vielleicht ein paar Sachen, wo man noch nicht bisher die Zeit hatte, reinzuschauen. Und ich bin im Europaparlament seit der letzten Wahl, war davor viel auf der europäischen Ebene auch unterwegs, als zum Beispiel Sprecher der Europäischen Grünen Jugend, war viel in Klimakonferenzen, bei Ende Gelände schon und so weiter. Also ist mir ein Herzensthema und jetzt eben, wie gesagt, klimapolitischer Sprecher. Ich bin zuständig für das Klimaschutzgesetz auch und einer der Klimakoordinatoren bei den Grünen im Europaparlament. Und genau, das große Thema in Europa war, oder eines der großen war ja schon sozusagen Green Deal, Klimaschutz. Wie kriegen wir das hin? Die Kommission hat das als großes Thema gesetzt, die von der Leyen, dass sie da wirklich was machen möchte. Ich glaube, zu Thema Corona und was hat es da für einen Einfluss, kommen wir nachher. Aber ich möchte erstmal das Bild von davor ein bisschen zeichnen. Die sozusagen, da waren viele ganz tolle Ansätze von der Leyen und von dem Klimaschutzkommissar Timmermans. Der Timmermans hat gesagt, die Klimakrise ist wie ein Komet, der auf die Erde in 30 Jahren einschlägt und wir müssen jetzt alles dagegen tun, dass er einschlägt und so weiter. Also eigentlich schon so, that's the spirit. Aber wenn man dann eben so genau hinschaut, was macht ihr denn jetzt eigentlich wirklich? Was gibt es denn an echter Verbesserung? Also ist es jetzt wirklich genau diese Kehrtwende, die wir eigentlich in der Klimapolitik brauchen, dann ist es bisher sehr, sehr wenig eigentlich gewesen. Dieser Green Deal, für den alle die Kommission auch gefeiert haben, ist quasi nur eine zweiseitige Liste von Dingen, die sie mal machen möchten, aber da steht nicht genau drin, was es eigentlich ist. So, eines der ersten Dinge, die gesagt haben, die sie machen möchten, ist ein Klimaschutzgesetz. Es wurde vor 2 Wochen vorgestellt. Da waren viele auch von Fridays for Future in Brüssel. Greta war auch in Brüssel im Europaparlament und so weiter. Die hat das Klimaschutzgesetz als Surrender, also sozusagen als, das ist quasi die Aufgabe, die Kapitulation vor der Klimakrise, so hat sie es genannt. So würde ich es nicht betiteln, aber es ist schon echt schlecht. Und also sozusagen nur so ein bisschen das mal einzuordnen, das Klimaschutzgesetz, also es gibt ja unterschiedliche Klimaschutzgesetze in Deutschland war das so ein ziemlich breites Paket mit Preisen für CO2 und allen möglichen. In Europa ist es nur was ganz, ganz Kleines. Es geht nämlich nur darum, was heißt nur, es geht darum zu definieren, wie sind eigentlich unsere Klimaziele. Aber die sind extrem wichtig. Also das Klimaschutzgesetz hat gesagt, wir werden 2050 wollen wir irgendwie klimaneutral sein, aber es ist halt in 30 Jahren und es ist dieses Ding von Klimaneutralität. Das kann alles bedeuten. Das kann auch bedeuten, dass wir bis 2040 jetzt so weitermachen und dann sagen, in 10 Jahren gehen wir dann runter auf eine Netto-Null-CO2-Emission. Aber darum geht es nicht. Es geht ja nicht um die Frage, wann wollen wir klimaneutral werden, sondern es geht um die Frage, schaffen wir das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten, nämlich 1,5 Grad Erderwärmung oder unter 2 Grad und möglichst 1,5 Grad. Und das ist die wichtige Frage, nicht wann werden wir klimaneutral. So. Dazu ist natürlich nicht wichtig, was passiert in den nächsten 5 Jahren, was passiert in den nächsten 10 Jahren? Und die große Frage ist eigentlich, was passiert in den nächsten 10 Jahren?
Da gibt es gerade eine große Debatte darum. Und sozusagen, wir wissen, wenn wir uns den Klimabericht der Vereinten Nationen anschauen, dass wir bis zum Jahr 2030, also in 10 Jahren, eigentlich global 65% CO2 reduzieren müssen, um überhaupt noch die Möglichkeit zu haben, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Und sozusagen, also global alle. Das heißt, Europa müsste eigentlich mehr machen, weil wir haben sozusagen historisch auch mehr emittiert, größere Verantwortung, sind reicher. Eigentlich müssten wir mehr machen, müssten mal über 65 auf jeden Fall mal gehen. So, was wir gerade in Brüssel debattieren, ist, ob wir sozusagen entweder 50% oder 55% Minderung haben, CO2-Minderung bis in 10 Jahren. Das ist also noch nicht sozusagen 1,5-Grad-Pfad, aber ungefähr 55%, da könnte man das 2-Grad-Ziel noch erreichen. Die Kommission sollte eigentlich in dieses Klimaschutzgesetz wenigstens reinschreiben, wie viel sie sozusagen in 5 Jahren, in 10 Jahren machen. Und dann eigentlich hätten wir uns gewünscht, Zwischenziele, was in 5 Jahren passiert, was in 10 Jahren passiert, was in 15 Jahren passiert. Aber sie hat da bisher nichts reingeschrieben. Sie hat nur gesagt, im September möchten sie mal eine Studie vorlegen, die aufzeigt, was passieren würde, wenn wir 50% oder wenn wir 55% CO2 reduzieren. Und das ist natürlich überhaupt nicht genug, weil sozusagen wir brauchen jetzt nicht mehr Studien. Wir wissen, die Klimakrise schlägt zu. Es gibt den IPCC-Bericht. Wir müssen jetzt einfach die Ziele sehr schnell reinbekommen. Und das ist extrem wichtig. Und zwar das ist deshalb wichtig wegen dem Pariser Klimaschutzabkommen. Jetzt sozusagen wissen wir nicht genau, ob diese Klimakonferenz in Glasgow noch dieses Jahr stattfindet, wegen dem Coronavirus. Aber wenn sie stattfindet, dann ist es eine der wichtigsten, die wir überhaupt haben. Und das sagen wir ja bei jeder Klimaschutzkonferenz, aber diese ist wirklich wichtig. Weil das Klimaschutzabkommen, das wisst ihr ja vielleicht, das funktioniert immer so 5 Jahresschritten. 2015 wurde es in Paris verabschiedet. Es hat 5 Jahre gebraucht bis zum Jahr 2020. Um die technischen Details festzulegen. Und ab dem Jahr 2021, also nächstes Jahr, soll es losgehen, dass es wirklich greift und wirklich die Staaten beginnen, verpflichtend ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Das beginnt eigentlich nächstes Jahr. Und dann 5 Jahre, und dann kommt sozusagen in 5 Jahren schaut man wieder, und dann sollen die Staaten wieder sagen, wir machen jetzt mehr fürs Klima. Also, und diese 5 Jahresschritte, die sind extrem wichtig. So, wenn wir sind jetzt gerade insgesamt weltweit, wenn wir das einhalten würden, was alle Länder versprochen haben, ja, Deutschland hält ja noch nicht mal ein, was es versprochen hat, dann sind wir global bei einer Erderwärmung von 3,2 bis 3,4 Grad. Also überhaupt nicht mit dem Pariser Klimaschutzabkommen übereinstimmen. Ne? Paris sagt unter 2 Grad. Das heißt, wir müssen von jetzt bis Glasgow, bis zur nächsten Klimaschutzkonferenz, müssen wir noch sozusagen 1,4 Grad reduzieren, um überhaupt auf die 2 Grad zu kommen. Das sind extrem hohe Summen an CO2, die da noch auf den Tisch kommen müssen. Und Europa muss dort führend sein in der Welt. Wenn Europa, so hat das bei Paris funktioniert, wenn Europa sozusagen sagt, okay, wir legen jetzt wirklich was auf den Tisch, wir reduzieren, dann zieht auch China nach und die anderen. Wenn es nicht passiert, dann kann sein, dass sie sagen in Glasgow, naja, haben wir jetzt nicht geschafft, wir kommen irgendwie auch nicht auf die unter 2 Grad, irgendwie sind wir immer noch so in Richtung 2,9 Grad. Wir verhandeln jetzt einfach weiter und verhandeln jetzt einfach nochmal 5 Jahre weiter. Wenn wir 5 Jahre weiter verhandeln, dann können wir auch 2 Grad komplett vergessen. Das heißt, dieses Jahr ist extrem wichtig. Europa ist extrem wichtig, weil Europa als Ganzes im Pariser Klimaschutzabkommen Mitglied ist. Europa gemeinsam die CO2-Reduktion festlegt und dann das verteilt wird auf die Länder. Das heißt, Europa hat eine unglaublich wichtige Rolle, unglaublich große Kompetenz da. Problem ist aber, es verstehen nicht so viele Leute, nicht so viele Leute kennen sich mit diesem System überhaupt aus und wissen, dass Europa dort eigentlich sozusagen diese Ziele festlegt und dann sozusagen die Mitgliedstaaten das quasi implementieren müssen. So. Wie funktioniert das jetzt aber im Europa? Also das ist jetzt nicht so, dass die Kommission es vorgelegt hat und es wird jetzt durchgestimmt, sondern die Kommission hat es vorgelegt und das Parlament, also wir und die Regierungen, also die Umweltminister der ganzen Länder, die besprechen es jetzt, können es noch komplett verändern, können es neu schreiben. Und wenn wir uns einig sind, also wenn Parlament und die Umweltminister uns einig sind, jeweils mit einer Mehrheit, also 50% im Parlament, doppelt qualifizierte Mehrheit bei den Ministern, also
55% der Mitgliedstaaten, die mindestens 65% der Bevölkerung repräsentieren, dann kriegen wir es hin. Das heißt, wir können jetzt noch mega viel verändern und wir können da auch richtig gute Ziele reinschreiben. Wir können da auch zum Beispiel, für was ich mich total einsetze, dass dort ein unabhängiger wissenschaftlicher Beirat reinkommt, der jedes Jahr berichtet, was passiert, weil wenn wir so einen Beirat haben, der jedes Jahr einen Bericht vorlegt, dann haben wir jedes Jahr eine neue politische Debatte. Das ist ein richtig gutes Instrument, dass wir nicht über Klimaneutralität bis 2050 reden, sondern dass wir über ein CO2-Budget reden, was wir noch zur Verfügung haben und was wir jedes Jahr neu, sozusagen, was von diesem unabhängigen wissenschaftlichen Beirat überprüft wird, wie viel haben wir denn jetzt noch übrig von unserem Klima, von unserem CO2-Budget und wie müssen wir unsere Politik anpassen. Ja, das ist total wichtig. Und dann noch andere Fragen, wie zum Beispiel, dass diese Ziele verpflichtend werden, dass es verpflichtend wird, auch für die Mitgliedstaaten, das umzusetzen. Und dann gibt es sozusagen ganz viele Themen, wie zum Beispiel, dass wir keine Subventionen mehr für Kohle und Gas ausgeben. Wir bräuchten noch sowas wie das individuelle Recht, jedes Einzelnen auf Klimaschutz und so weiter. Mal sehen, ob wir das reinverhandelt bekommen, aber sozusagen, dass wir ambitionierte 2030-Ziele hinbekommen, das ist extrem wichtig. Dass wir einen unabhängigen wissenschaftlichen Beirat hinbekommen, das ist extrem wichtig. Und das Gute ist, das Parlament ist schon auf dieser Seite, also wir im Parlament haben schon eine Mehrheit dafür, für die -55%, noch nicht genug, aber wenigstens etwas, und so einen wissenschaftlichen Beirat und so weiter. Jetzt müssen wir nur die Regierungen dazu bekommen, und da ist dann ganz extrem zentral Deutschland, weil Deutschland erstens mega mächtig ist in Europa, und wenn sich Deutschland irgendwie positioniert, dann bedeutet das, dass viele sich auch so positionieren. Zweitens hat Deutschland die Präsidentschaft des Rates im nächsten Halbjahr. Das heißt, Svenja Schulze wird sozusagen moderieren, wenn sich die ganzen Umweltminister der verschiedenen Länder darüber unterhalten, wie das Klimaschutzgesetz aussehen soll. Und sie kann es natürlich dann auch in eine Richtung moderieren. Genau, und Deutschland wird auch für die Europäische Union den Vorsitz haben in der Klimaschutzkonferenz. Also Deutschland ist sozusagen Verhandlungsführer für ganz Europa während der Glasgow-Klimaschutzkonferenz. Also Deutschland hat eine mega wichtige Rolle. Deswegen, wenn wir hinbekommen, dass Deutschland, die gerade noch nicht mal sagen, wir wollen 55% CO2-Reduktion, wenn die sich bewegen, dann haben wir wirklich viel erreicht. Und da hoffe ich auch auf die Bewegung, auf die Klimabewegung, auf Fridays for Future, dass wir dort was hinbekommen und Svenja Schulze richtig Druck machen und sagen, ey Svenja Schulze, du hast gesagt, du möchtest was für den Klimaschutz tun, dann musst du es auf Europa tun. Und bitte eines nicht machen, was mir nicht immer passiert. Sie sagen dann, ja, das hat ja Europa gemacht, ich habe damit nichts zu tun. Nee, das stimmt nicht. Die Umweltminister, die sitzen da und die entscheiden, die Mitgliedsländer, die haben alle sozusagen, stimmen die ab, was in Europa passiert. Also sozusagen, wir sind alle gemeinsam Europa, als Europaparlamentarier, aber auch als Regierungen. Also wir sind alle verantwortlich und Deutschland hat eine Riesenverantwortung. Wir müssen das da echt pushen in diese Richtung. So, jetzt habe ich dir mal so ein bisschen Überblick gegeben. Astrein, danke dir schon mal. Das ist, glaube ich, ziemlich bereichernd für die meisten Aktivistinnen und Aktivisten, die hier zuschauen. Genau, vielleicht für euch, damit ihr Bescheid wisst, das hier ist eine Q&A-Session. Das heißt, wir laden euch ganz herzlich ein, ihr seht das wahrscheinlich, wenn ihr hier streamt, dass ihr Fragen stellen könnt. Wir bitten euch darum, Fragen zu stellen. Die werden dann von uns aufgenommen und gelesen und die können wir dann Micha stellen. Das heißt, stellt gerne fleißig Fragen. In der Zwischenzeit haben natürlich auch wir noch ein paar Fragen gemacht. Genau. Ja. Ja. Danke schon mal für den Überblick, Micha. Was jetzt als Frage so im Raum steht, sind also zwei Fragen. Vielleicht einmal, was können wir tun, also sozusagen als Protestbewegung, als Gesellschaft, dass dieses Klimaschutzgesetz irgendwie doch noch zum Gamechanger wird? Und dann auch die Frage, die jetzt auch schon reinkam, Europa ist mega wichtig, aber wie viel Macht hat die EU eigentlich? Also es kommt vielen so vor, als ob am Ende, auch wenn die EU gute Ideen hat, die einzelnen Länder trotzdem machen, was sie wollen. Wie auch bei anderen größeren, wie beim Pariser Abkommen oder sowas. Also konkret, wenn die EU ihre Aufgabe gut macht, wie groß ist letzten Endes überhaupt der Effekt? Vielleicht einmal sozusagen diese zwei Fragen. Ja. Also ich glaube, die erste Frage ist wirklich wichtig, was können wir tun alle, um das noch zum Erfolg zu machen? Erstens eben verstehen, was da gerade passiert auf der europäischen Ebene. Ja, der Unterschied, also ich meine sozusagen, das sind unsere alle CO2-Reduktionsziele. Die deutsche Politik, die
richtet sich immer nach den europäischen Zielen. So, die Politik Italiens, die richtet sich nach den europäischen Zielen. Was Polen und Rumänien und Schweden alle sozusagen haben als Fluchtpunkt ihrer Politik immer die europäischen Ziele, die wir gemeinsam in Europa festlegen. Das, was wir jetzt festlegen, das wird absolut sozusagen einen riesengroßen Einfluss haben darauf, was später dann umgesetzt werden muss. So, das heißt, also es ist extrem wichtig und alle Regierungen haben da eben eine Verantwortung und ich hoffe, dass eben die Fridays for Future sozusagen Sektion Deutschland dann der deutschen Regierung Svenja Schulze einfach Dampf macht und sagt, hey Svenja Schulze, wie positionierst du dich? Bisher hat sich Deutschland noch nicht positioniert, wie viel sie dort an CO2-Minderungen wollen auf der europäischen Ebene. Aber auch andere sozusagen Fridays for Future-Bewegungen ihren eigenen Ministerinnen und Ministern Dampf machen, weil die es am Ende dort drin entscheiden. Und deswegen waren ja auch war Greta und ganz, ganz viele aus unterschiedlichen Ländern Europas da und haben auch alle diesen Brief unterschrieben mit, das ist ja sozusagen die Kapitulation, wenn das jetzt wirklich so schlecht bleibt. Weil wir das sozusagen, weil alle Regierungen das gemeinsam bestimmen und Deutschland ist so wichtig in Europa, dass gerade der deutschen Bewegung da echt eine wichtige Rolle zukommt, Svenja Schulze zu bewegen. Das ist echt extrem wichtig. Ich persönlich, ich meine, ne, man denkt ja immer, dass das, an dem man selber arbeitet, gerade das Wichtigste der Welt ist. Deswegen denke ich natürlich auch, dass das die wichtigste klimapolitische Entscheidung dieses Jahr ist für in Europa. Wie viel wird Europa reduzieren? So. Und die andere Frage, die passt dazu nämlich genau. Also was passiert denn eigentlich, wenn Europa sich so entscheidet? So wird es eigentlich eingehalten. Also sozusagen, dann werden wir im nächsten Jahr daran gehen und alles andere, was Klimapolitik in Europa ist, reformieren, so dass es zu diesen Zielen passt. Wenn wir jetzt sagen 55%, dann wird es sozusagen im europäischen Emissionsrechtehandel, der ist so ausgerichtet, dass es immer so viel CO2-Zertifikate gibt, damit dieses Ziel eingehalten werden kann. So, gerade eben ist er darauf ausgerichtet, dass wir 40% bis zum Jahr 2030 reduzieren. 40%. Wenn wir jetzt auf 55% hochgehen, dann müssen wir natürlich den so verändern, dass sozusagen 15% mehr in 10 Jahren geschafft wird. Das heißt, dann werden die Zertifikate für CO2-Emissionen viel teurer, dann steigt der Preis vom Emissionsrechtehandel nach oben sozusagen, der muss dann reformiert werden und angepasst werden. Aber auch zum Beispiel, was Autos angeht. Ja, die sozusagen, es gibt europäische Regeln, darüber beschweren sich ja gerade die ganzen Autokonzerne, die sagen, die Flotten von den verschiedenen Autokonzernen, die dürfen nur so viel CO2 pro gefahrenen Kilometer ausstoßen. So. Wenn wir sozusagen jetzt das Ziel erhöhen, dann müssen wir natürlich auch den Autokonzern sagen, ihr müsst jetzt mehr Elektroautos bauen und dürft nicht mehr so viel CO2 ausstoßen. Also das wird dann auch angepasst. Den Ausbau von Erneuerbaren muss dann nach oben gefahren werden. Also sozusagen daran richtet sich alles aus. Das ist der Fluchtpunkt von den ganzen Politiken. Und gerade so was CO2-Emissionsrechtehandel ist, das kann ja Europa selbstständig bestimmen. Also das werden wir im Parlament zusammen wieder mit den Regierungschefs, werden das aushandeln, wie viel das ist. Wer bekommt sozusagen umsonst die Zuteilung? Gerade eben bekommt ja vieles der Industrie, die bekommt diese Zertifikate umsonst. Das kann natürlich nicht weitergehen in der Art und Weise, weil die ja auch reduzieren müssen. Wenn sozusagen Deutschland seine eigenen CO2-Reduktionsziele, die sie europäisch zugeteilt haben, nicht einhalten, dann müssen sie Strafen bezahlen. Und es ist jetzt ja auch schon, sagen, dass sie jetzt schon Strafen bezahlen müssen, weil sie ihre Emissionsziele nicht einhalten, die übrigens eben von der Europäischen Kommission gegeben werden, wenn sie es dann, die höheren Ziele, die dann für Deutschland kommen werden, nicht eingehalten, müssen sie halt mehr Strafen zahlen. Also sozusagen, da gibt es schon viele Möglichkeiten, durchzugreifen. Und das ist ja auch der Punkt, warum jetzt gerade diese ganzen Mitgliedstaaten aktiv werden und versuchen, sozusagen das abzuwehren. Weil sie wissen, wenn da ambitionierte Ziele kommen, dann müssen sie es doch einhalten, sonst gibt es richtig derbe Strafen. So, und Altmaier hat ja schon irgendwie jetzt Brief geschrieben und gesagt, also alles was recht ist, aber bei den Autos, da macht ihr nichts mehr, ne? Also bei den Autos, da geht gar nichts mehr. Die Autos, die können jetzt nicht mehr und so weiter, obwohl der Verkehrssektor noch gar nicht nach unten gegangen ist mit den Emissionen. Also sozusagen diese Auseinandersetzung, die gibt es gerade schon. Und ja, das zeigt eben, dass Europa durchaus was kann. Sonst würden die sich nicht so einsetzen. Okay.
Ja, ich glaube, es wird irgendwie schon ziemlich klar, dass 2020 ein totales Schlüsseljahr ist, auch auf europäischer Ebene. Und auch, dass Deutschland eine riesige Rolle spielt. Jetzt eine Frage, die öfters hier gerade aufkam, bei den ZuschauerInnen, war, wenn wir jetzt tatsächlich ganz, ganz irgendwie offen Klimaaktivismus machen sollen, wenn wir jetzt wirklich dieses Jahr so viel ändern sollen, wie schaffen wir das denn, wenn wir jetzt gerade keine Großdemonstration organisieren können? Und wie können wir Druck ausüben, obwohl es gerade die Corona-Krise gibt, wie können wir gerade auch, weil wir ja wirtschaftlich gerade uns in eine Krise begeben, da das Beste aus einer grünen Perspektive, aus einer klimafreundlichen Perspektive rausholen? Und was sind so unsere Alternativen zu den eigentlichen Aktionsformen und dem, was wir eigentlich so machen? Also vielleicht dazu, das habe ich am Anfang gesagt, so was ich vorhin gesagt habe mit dieser Notwendigkeit für Glasgow wirklich ambitionierte Ziele zu haben, warum das so wichtig ist, weil sonst das Pariser Klimaschutzabkommen wirklich in Gefahr ist, wenn wir das nicht hinbekommen. Vielleicht verschiebt sich ja sozusagen diese Klimakonferenz und wir haben dann mehr Zeit. Wir haben dann auch vielleicht noch mehr Zeit, Druck zu machen auf die Politik, weil möglicherweise die erst in einem Jahr stattfindet und nicht im November, wie das jetzt geplant ist. Und da, also sozusagen, das könnte uns ein Fenster geben. Ich glaube, noch zwei Sachen sind wichtig. Also klar, wir sind jetzt irgendwie gerade, man kann nicht auf die Straße gehen, aber ne, wir sind auch irgendwie digital und wir machen solche Webinare und es gibt andere Möglichkeiten. Also man könnte ja mal drüber nachdenken, sozusagen ganz viele E-Mails zu schicken an Svenja Schulze und sie zu bitten, halt das zu machen. Es gibt bestimmt tolle Tools sozusagen. Also ich kann mich daran erinnern, als die Auseinandersetzungen über die Upload-Filter waren, da sozusagen hat waren die, also da gab es einfach Tausende von E-Mails an die Mitglieder des Europäischen Parlaments, die das damals entschieden haben. Gibt auch Telefonhörer, man kann dort anrufen und fragen, so wie sieht es denn aus, wie ist die Position? Also ruft doch einfach mal bei Svenja Schulze an und fragt nach, so bei ihrem Büro. Macht doch mal mit ihrem Webinar und versucht sie dort richtig festzulegen. Also so nicht nur die ganze Zeit aus, sondern was, wie sieht es aus bis 2030, wie ist die Position? So, ich glaube, das ist eine Möglichkeit. Twitter-Storms gab es auch mal irgendwann. Also sozusagen, es gibt durchaus Möglichkeiten des Aktivismus, auch wenn man nicht demonstrieren geht. Und gerade so telefonieren, E-Mails oder sie mal einladen, warum nicht? Und dann glaube ich, dass noch eine ganz wichtige Sache ist, die jetzt gerade passiert. Wir merken schon, dass zum Beispiel der tschechische Präsident Babiš und der Kaczynski, der Parteichef der Regierungspartei in Polen, die haben schon jetzt gesagt, ja, also wir müssen jetzt mal aufhören mit diesem komischen Klimaspinnerei. Wir haben auch jetzt wirklich wichtigere Probleme mit dieser Corona-Krise, also jetzt Green Deal und Klimakrise und so weiter. Darum können wir jetzt wirklich uns nicht kümmern. Und ich glaube, es ist ganz gefährlich, weil jetzt viele versuchen, die sowieso schon immer dagegen waren, dass wir da was machen und die gegen sozusagen die Kräfte der fossilen Wirtschaft. Die versuchen das jetzt auszunutzen, um zu sagen, ja, Klimaschutz, da können wir, das ist sozusagen Luxusthema. Ist kein Luxusthema, sterben sehr viele Leute auch jeden Tag sozusagen an Folgen der Klimakrise, auch jetzt schon. Deswegen ist überhaupt gar kein Luxusthema. Ehrlich gesagt trifft es die Ärmsten der Armen viel härter als sozusagen diejenigen, die irgendwie in wohlhabenderen Regionen leben. Aber trotzdem wird das so gemacht. Und wir müssen, glaube ich, dagegen halten und sagen, nee, andersrum wird ehrlich gesagt ein Schuh draus. Wir haben gesagt, wir brauchen eine Transformation der Wirtschaft. Wir wollen die Wirtschaft dekarbonisieren. Wir wollen sozusagen weg von der Kohle. Wir wollen weg davon, dass wir irgendwie so viel Autoverkehr haben. Wir wollen weg davon, dass wir Stahlwerke haben, die unglaublich viel CO2-Emissionen emittieren. Und gerade jetzt, wo wir so viel Investitionen brauchen, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, können wir doch bitte die Investitionen nutzen, um ins Richtige zu investieren. So. Also das letzte Mal, als wir eine Krise hatten, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ich erinnere mich daran, da gab es die Abwrackprämie. Die Abwrackprämie war irgendwie, dass Leute Geld hinterhergeschmissen worden ist, wenn sie ihr altes Auto verschrotten lassen und ein neues kaufen. So, das ist halt ökologisch kompletter Humbug. Und wir müssen aufpassen, dass jetzt diese Investitionsprogramme nicht in diese Richtung gehen, dass sie halt klimatechnisch keinen Sinn machen, sondern andersrum. Lass uns doch mal eine Solarprämie machen oder eine Windkraftprämie oder eine öffentliche Nahverkehrsprämie oder lass uns die Gehälter derjenigen, die irgendwie gerade
uns den Arsch retten, erhöhen und gebt ihnen freie Zugtickets, wie es zum Beispiel Frankreich gerade macht. Ja, Frankreich dürfen jetzt die Pflegerinnen und Pfleger, die Ärztinnen und Ärzte, die in der Corona-Krise helfen, die dürfen den Zug umsonst nutzen. So, also wie können wir es schaffen, dass wir das beides zusammendenken? Wir brauchen jetzt natürlich für die ganz vielen Leute, die gerade in einer existenziellen Not sind und ihre Arbeit verlieren können, die brauchen jetzt Hilfe, aber lass uns diese Hilfe ökologisch gestalten, klimapolitisch so gestalten, dass sie uns dann auch auf die lange Frist hilft und uns aus der Klimakrise hilft. Mhm. Ja, das bringt uns auch, ich glaube, das Thema zu einer Frage, die hier gestellt wurde. Gerade wenn wir jetzt über so konsequenten Klimaschutz und ein starkes Klimaschutzgesetz sprechen, kommt ja immer dann Argument, was ist mit den Rechtspopulisten und dem Aufschwung von rechten Parteien? Also wie hoch schätzt du, Micha, die Gefahr ein, dass ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz rechtspopulistische Parteien in Europa und vor allem auch in Osteuropa stärken könnte, sodass wir am Ende eigentlich viel weniger erreicht haben, weil wir eben dieses krasse rechte Gedankengut plötzlich wieder da haben? Also wenn ich das richtig verstehe, dann ist die Argumentation, wenn wir zu sehr in eine Richtung drücken, dann verlieren wir sozusagen Teil der Gesellschaft und der geht dann nach rechts. Ja, also ich glaube, es ist halt ein bisschen die Frage, wie machen wir das und wie reden wir und wie radikal oder beziehungsweise wie ausschließend sind wir und wie denken wir auch die Leute mit. Wenn ich mir zum Beispiel Polen anschaue, dann haben wir in Polen gerade jährlich mehr Ausbau von Windkraftanlagen als in Deutschland. Weil die einfach, die haben also sozusagen die Regierung sagt, wir sind total gegen Wind und wir finden Polen total super. Aber es rechnet sich einfach viel mehr, dort in Windkraftanlagen zu investieren. Und deswegen bauen die da gerade viel Wind. So, das ist schon mal super. Dann kann man den sozusagen, dann würde ich einfach mal so sagen, hey, das ist doch toll für gerade jetzt für die Wirtschaft in der Krise. Lass uns doch diese Technologien bauen. Die sind auch, die rechnen sich auch, die sozusagen schaffen auch zum Beispiel Unabhängigkeit von Russland. Ja, Polen importiert immer noch einen riesen Großteil von der Kohle, die sie verfeuern aus Russland, sozusagen dem, was sie sagen, eigenen Feind. Ja, also macht überhaupt keinen Sinn. Die polnischen Kohleflöze, die sind alle eigentlich fast schon alle aus, also sozusagen die sind, was sie dort rausbekommen, ist minderwertige Kohle, die importieren auch aus anderen Ländern, aus Australien, aus Afrika und so weiter. So, Leute, macht doch eigene Versorgung, wir helfen euch dabei. Also sozusagen, vielleicht kann man so mit dieser Argumentation da kommen. Und ich glaube, die Frage ist doch und ist ganz oft, schafft es die andere Seite, diesen Gegensatz zu machen, so entweder Klimaschutz oder soziale Gerechtigkeit, ja. Das ist ja auch bei der Kohle so. Also wir brauchen die Kohle für die Kohlekumpel und für die soziale Gerechtigkeit. Und dieses Ding aufzumachen, dass Klimaschutz keine soziale Gerechtigkeit wäre, ich glaube, ist ganz gefährlich. Und deswegen müssen wir echt aufpassen, dass es immer eine Klimagerechtigkeitsdebatte gibt, dass wir das zusammendenken. Dass es natürlich darum geht, wenn wir aus der Kohle rauskommen, dass es dann einen Mechanismus gibt für einen gerechten Übergang, dass die Leute irgendwie Jobs bekommen. Aber auf der anderen Seite wird es auch oft instrumentalisiert. Ne? Zum Beispiel, also wenn du halt so ein Kohlekraftwerk stilllegst, dann können die Leute, die da drin arbeiten, in Kohlekraftwerk, ich meine, eine Kohlemine, eine Braunkohlemine, die Leute, die da gearbeitet und die da drin arbeiten, die werden noch 10 Jahre beschäftigt für die Renaturisierung. Also so schlimm sind die Sachen nicht, wird auch immer von der anderen Seite instrumentalisiert. Aber ich glaube, das zusammenzudenken, das gibt uns die Möglichkeit, sozusagen, dass die Rechtspopulisten das nicht so instrumentalisieren können. Okay, noch eine Frage, die wir reinbekommen haben, es klang ja gerade schon ein bisschen an, gerade wenn man irgendwie in einem Parlament sitzt, im Europäischen Parlament sitzt und irgendwie diese parlamentarische Rolle vertreten soll, also die ganze Zeit von diesen täglichen Geschehnissen in der Politik beschäftigt ist, wie schafft man es trotzdem noch effektiv, die Dringlichkeit der Klimakrise zu vermitteln, wie schafft man irgendwie die Klimakrise auch irgendwie als Klimakrise tatsächlich irgendwie zu kommunizieren? Und das ist ja sicher auch für euch eine Herausforderung. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt so zwei Richtungen. Ich glaube, die meisten Grünen haben wirklich verstanden, dass es eine Klimakrise gibt. Jetzt bin ich bei den Grünen und es gibt auch viele andere in anderen Parteien, die haben auch das verstanden, dass es wirklich eine Klimakrise gibt und die wirklich in diese Richtung hinarbeiten. Trotzdem ist es so, dass im Umweltausschuss, in dem ich ja auch sitze, es Leute gibt, die das halt leugnen.
Und die halt sagen, darf man jetzt nicht mehr so hysterisch sein und so weiter. Und wo ich mir denke, so, gerade eben saßen die Leute vom IPCC irgendwie direkt vor euch und haben euch erklärt, wie krass der Meeresspiegelanstieg sein wird. Und ihr sagt, okay, wir sind jetzt hysterisch. Also es macht einfach manchmal kognitiv gar keinen Sinn. Und ich glaube aber, dass wir als Parlamentarier wirklich zwei Rollen haben. Die eine ist eben für zum Beispiel ambitionierten Klimaschutz zu streiten, aber die andere Rolle ist auch, und da versuche ich auch da reinzugehen, trotzdem die zum Beispiel bei der Industrie und in der Wirtschaft so die Transformation hinzubekommen, sodass die Leute nicht Angst davor haben müssen, sondern dass eigentlich eine Chance ist, dass man sagt, wenn wir es schaffen, jetzt wirklich die Ersten zu sein, die CO2-neutral sind, und zwar ziemlich schnell, dann ist es eine ganz andere Wirtschaft. Und dazu brauchen wir ganz andere Technologien. Ja, wir brauchen zum Beispiel riesengroße Wärmepumpen, die wir in die Flüsse reinhängen und mit denen wir dann sozusagen die Fern- und Nahwärmenetze versorgen, weil gerade eben werden die meistens von Kohlekraftwerken versorgt. Wie kriegen wir die Wärmewende hin? Total wichtig. So, wer baut eigentlich diese riesengroßen Wärmepumpen, die wir dafür bauen? Könnten ja zum Beispiel irgendwie auch in Europa hergestellt werden. Also da ist auch eine Chance da drin. Und wenn wir uns überlegen, dass die ganze Welt das Pariser Klimaschutzabkommen unterschrieben hat und gesagt hat, wir werden alle CO2-neutral, dann werden diese Technologien auch in der ganzen Welt später gebraucht. Also was sind eigentlich die Chancen, die auch da drin liegen, sodass die Leute nicht immer Angst haben, oh Gott, was passiert mit mir eigentlich, werde ich noch einen Job haben, sondern man sagt, hey, nee, da ist eine Chance drin, ich werde auf jeden Fall noch einen Job haben, weil es sind genau die Sachen, die wir brauchen für eine klimaneutrale Welt, die wir jetzt herstellen. Und das ist, glaube ich, irgendwie wichtig. Auf der einen Seite natürlich, es ist eine Krise und wir müssen so schnell handeln wie möglich, aber es muss auch eben für die Menschen möglich sein, sich wieder in dieser Welt zu finden und ihren Platz zu haben in dieser Welt, die dann klimaneutral und hoffentlich auch gerechter ist. Ja, voll der wichtige Punkt. Danke für die Antwort. Eine weitere Frage kam rein, und zwar zum Thema, dass es gerade eine European Citizen Initiative, eine europäische Bürgerinitiative gibt, die heißt ECI for Future. Und ob du, Micha, davon mitbekommen hast, von dieser Aktion von Fridays for Future Europa, und was du davon hältst. Und dann auch generell, was du davon von BürgerInnen-Initiativen hältst auf Europaebene, ob die effektiv sind oder nicht. Genau, also ich habe von der mitbekommen, glaube ich, es gab ein paar unterschiedliche Initiativen. Also eine wurde in Lausanne bei der Fridays for Future Europa-Konferenz im Sommer vorgestellt. Ich weiß nicht, ob es jetzt genau die gleiche ist, die ECI for Future, oder ob die sich nochmal verändert hat. Ich glaube, da gab es nochmal auch wirklich Debatten, so was sind genau die Unterpunkte und so weiter. Das wird auf jeden Fall wahrgenommen und es ist wichtig. Ich glaube, dass aber sozusagen, das ist ja auch einfach die Lehre aus der Fridays for Future-Bewegung. Jede Idee ist so stark wie die Leute, die dahinter stehen. Und ich glaube, so eine ECI, so eine Bürgerinitiative, kann dafür genutzt werden, Leute zu mobilisieren. Wenn Millionen davon unterschreiben, dann macht es einen riesen Eindruck. So, aber es ist erstmal, glaube ich, ein Tool, was benutzt wird, um zu mobilisieren, um zu zeigen, da stehen wirklich viele dahinter, und dann so mit Millionen von Unterschriften dorthin zu gehen und sagen, schaut mal, das muss passieren. Und wir werden allen, die unterschrieben haben, berichten davon, wie ihr euch dazu verhaltet. Dann ist es ein mächtiges Instrument, dann funktioniert es, dann kann es auch wirklich Druck auf Politik ausüben. Und ich finde das wichtig und gut, weil wir müssen, also ich finde es großartig, dass wir sozusagen europäisch diese Demokratie auch bauen, dieses Gemeinsame durch solche europäische Bürgerinitiativen. Und dann, das muss auch richtig gut genutzt werden, um zu mobilisieren, um wirklich eine Front darzustellen. Und dann kann das die Politik beeinflussen und es ist wirklich hilfreich und super. Okay, noch eine Frage, die reingekommen ist, wo du ja erwähnt hattest, dass es tatsächlich, also dass ihr gerne im Europäischen Klimaschutzgesetz, wie ich es verstanden hatte, einen Beirat vorsehen würdet, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, praktisch um regelmäßig nochmal zu kontrollieren, wie steht es denn um unsere Klimaziele. Da ist die Frage genau, was genau für Aufgaben würdet ihr genau für so einen Beirat vorsehen? Wieso macht er deiner Meinung nach Sinn? Und zum Beispiel auch, denkst du, dass ihr so andere Ziele, die ihr vielleicht nicht direkt erreichen könntet, da so ein bisschen über den Beirat nochmal mit einfließen lassen könntet? Zum Beispiel, dass dieses Konzept vom CO2-Budget tatsächlich nochmal genutzt wird und so welche Sachen, ob sowas gemacht werden könnte. Genau, also das ist, glaube ich, das ist wirklich spannend.
dass die Europäische Klimastiftung hat diese Woche, glaube ich, eine Studie herausgebracht, wo sie verglichen haben, diese unterschiedlichen Klimaschutzgesetzgebungen. Und da haben sie auch gesehen, dass immer dann ein Klimaschutzgesetz gut funktioniert, wenn es wirklich so unabhängigen wissenschaftlichen Beirat gibt, der das dann auch immer wieder überprüft, damit es nicht sozusagen einfach dann politisch die ganze Zeit in eine Richtung gedrängt wird, sondern es muss diese unabhängige Überprüfungsinstanz geben. Und deswegen ist es so wichtig. Und was die machen, ist eben erstens, dass sie halt jedes Jahr einen Bericht vorlegen und sagen, okay, so viel wurde jetzt emittiert, diese Politik hat funktioniert, das hat nicht funktioniert, das wäre sinnvoll zu tun. Und in Großbritannien gibt es diesen Beirat. Und der berichtet nicht irgendwie der Kommission. Ja, die Kommission selbst hat ganz viele solche wissenschaftlichen Beratungsgremien, aber die Kommission entscheidet dann selbst, ob sie diesen Bericht veröffentlichen möchte oder nicht. Dieser Beirat muss halt öffentlich berichten und auch dem Parlament. Und dann in Großbritannien ist es so, dass die Regierung dann im Parlament antworten muss, warum haben sie manche Empfehlungen befolgt oder warum haben sie auch nicht befolgt. Und ich glaube, dadurch wird dann jedes Jahr einfach nochmal eine neue Debatte losgetreten. Wo sind wir jetzt eigentlich? Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon verbraucht von unserem CO2-Budget? Ich glaube, die können dann auch sagen, weil zum Beispiel ein Argument gegen das CO2-Budget ist ja immer, ja, wir wissen ja gar nicht, wie wir das richtig erstellen können. Was sind denn eigentlich die Parameter und so weiter? Wie machen wir das? So, da gibt es doch gar nicht jetzt so richtig wissenschaftlich schon was da ist. So ein wissenschaftlicher Beirat könnte das halt einfach mal machen. So, also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir diese wissenschaftlichen Rahmen haben. Und genau, sowas wie ein CO2-Budget, der sollte eben dann auch seine Berichte auf Grundlage von einem CO2-Budget erstellen. Und ich glaube auch, dass er dann, also wenn er Empfehlungen gibt, dann kann er eben auch empfehlen, was wirklich die besten Lösungen sind. Und wenn die beste Lösung dann ist, irgendwie, dass eben keine Subventionen mehr für Kohlekraftwerke gegeben werden, dann hat es auch nochmal eine andere Stärke, als wenn es nur von sozusagen einer Partei kommt. Wenn wir das vorschlagen, dann sagen die, ja, das seid ja die Grünen, ist ja klar, sozusagen. Aber wenn es von der wissenschaftlichen Seite kommt, dann ist es halt was einfach auch mehr Gewicht hat. Und selbst wenn es was ist, ja, mit wem wir nicht übereinstimmen, ja, wenn die dann sagen, CO2-Preise bringen überhaupt nichts, aber dann ist es wenigstens sozusagen was, auf was wir arbeiten können und mit dem wir sozusagen dann Politik machen können und dann vielleicht andere Instrumente umsetzen. Aber das Wichtige ist halt, dass wir von dem auf Linie gehalten werden in Richtung 1,5 Grad Ziel. Mhm. Ja, voll wichtig. Wir haben jetzt, glaube ich, also genau, wir nehmen es einfach noch, ich denke mal so 10 Minuten oder so. Mhm. Wir haben auch ein bisschen später angefangen. Es sind auch noch ein paar Fragen hier. Und zwar hier zum Thema Handel in der EU. Die EU bestimmt ja auch Zölle und schließt Handelsabkommen ab und genau, schaut einfach, wie es in diesem Raum hier, wie da gehandelt wird. Gibt es da auch Pläne, die EU-Handelspolitik klimafreundlich zu machen und ist es vielleicht auch ein Teil vom Green Deal? Mhm. Also da gibt es drei Aspekte, die total wichtig sind. Das erste ist, wir haben ja zum Beispiel in den internationalen Klimaverhandlungen wirklich ein Problem. Wie gehen wir mit Staaten wie Saudi-Arabien oder Brasilien um? Weil wie Klimaverhandlungen funktionieren, ist ja, dass alle Staaten immer zustimmen müssen. Das heißt, es ist immer sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. Ja, wenn Brasilien irgendwie sagt, da mache ich überhaupt gar kein Interesse an Klimaschutz, wenn die blockieren, dann wird es keine Einigung geben. Jetzt ist die Frage, wie geht man eigentlich mit diesen Staaten um? Also, und dann ist das eine, dass wir gesagt haben, das haben auch schon viele Regierungen gesagt, Macron hat es gesagt, es wird keine Handelsabkommen mit Staaten geben, die das Pariser Klimaschutzabkommen nicht unterschrieben haben. Das ist nett, das ist auch richtig und das ist auch sozusagen ein Grund, warum Brasilien jetzt gerade nicht aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigt. Aber jetzt hast du die halt im Pariser Klimaschutzabkommen und blockieren alles, auch nicht viel, viel besser. So. Dann gibt es andere Möglichkeiten, wo man sagen würde, naja, sozusagen, es gibt auch jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir machen einen Klimazoll und zum Beispiel auf Stahl, ja, wenn wir klimaneutralen Stahl in Europa herstellen, dann sozusagen, und dann wird günstigerer Stahl aus Brasilien geliefert,
der dann aber mit Kohle hergestellt worden ist. Dann gibt es einen Klimazoll, sodass dieser Klima sozusagen oder CO2-intensive Stahl, dass der dann teurer wird. So, und auf viele Produkte, dass man sozusagen sagt, das kann man weiterspielen und sagt, wir setzen einen CO2-Preis auch handelspolitisch auf alle Produkte, die von außen kommen, und dieser wird dann auf den CO2-Fußabdruck des Produkts bemessen. So, das ist eine Idee, die gerade wirklich stark diskutiert wird in Brüssel, die finde ich auch sehr sinnvoll. Wir haben da ganz viele Fragezeichen, nämlich wie misst man eigentlich den CO2-Fußabdruck eines Produktes? Das ist gar nicht so einfach, weil das tausende von verschiedenen Lieferketten sind und so weiter, aber eigentlich eine sehr sinnvolle Art und Weise. So, das ist sozusagen diese Klimazölle, das kann auch gut funktionieren. Und dann gibt es ein Problem, und das ist, bei Handelsabkommen geht es ja nicht nur um konkret Produkte, sondern es geht auch darum, zum Beispiel Investitionsschutzabkommen zu machen, ne? Also wir hatten das, ich weiß nicht, ob ihr diese TTIP-Debatte mit den Handelsabkommen mit den USA und Kanada verfolgt habt. Da sind diese Investitionsschutzabkommen. Das heißt, wenn jemand investiert hat in, keine Ahnung, ein Kohlekraftwerk, dann kann er den Staat von einem internationalen Schiedsgerichtshof dazu zwingen, dass ein Kohlekraftwerk irgendwie nicht abgeschalten werden darf oder er unglaublich hohe Entschädigungen bekommt. Und sowas gibt es auch, also da gibt es einen extra Vertrag dafür, das ist die Energiecharta, und wo alle europäischen Länder mitgemacht haben, und zum Beispiel ein Grund, warum das Kohlekraftwerk Moorburg sozusagen gebaut werden, oder ein Grund, warum sie gesagt haben, wir müssen es bauen, ist, weil der Besitzer Vattenfall gesagt hat, hey, wir haben da jetzt irgendwie krass viel Geld investiert und wir verklagen jetzt Deutschland vor dem Internationalen Strafgerichtshof, ihr dürft dieses Kraftwerk nicht abschalten. Gleiche könnte zum Beispiel auch Uniper gegen die nicht ans Netz lassen vom Datsun 4 klagen und so weiter. Also diese Investitionsverträge, die sind mega sozusagen die Zwangsjacken quasi für die Politik. Und da müssen wir auch ran, dass wir sozusagen sagen, es kann nicht sein, dass solche Investitions- oder Handelsabkommen, dass die wichtiger sind als der Klimaschutz. Hast rein. Okay. Ja, alles gut. Also sehr spannend auf jeden Fall mit den Pariser Klimaschutzabkommen. Also, nee, drei, ich habe nur gesagt, erstens keine Handelsabkommen mit Staaten, die bei Paris nicht mitmachen, zweitens Klimazölle, drittens diese Investitionsschutzabkommen, die uns davon abhalten, Klimaschutz umzusetzen, die müssen weg. Okay. Das können wir uns ja alle merken. Was ansonsten auf jeden Fall vielleicht noch eine gute Endfrage ist, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Für dich ist auf der einen Seite, bisher kooperierst du ja schon irgendwie als Parlamentarier mit ganz verschiedenen Kräften, also sowohl mit Leuten aus der Wirtschaft bist du im Kontakt, als auch mit vielen Leuten aus anderen Parteien oder auch vielleicht aus Parteien, die tendenziell weniger Klimaschutz betreiben wollen, als du persönlich oder als Fridays for Future. Also die Frage ist ein bisschen, wie gehst du damit um und kaufst du zum Beispiel auch einfach so konservativeren Parteien in Parlamenten auch ab, dass die tatsächlich den Klimaschutz betreiben wollen auf der einen Seite. Die andere Frage ist vielleicht so ein bisschen nochmal abschließend im Blick auf Corona, wie denkst du, verändert sich jetzt irgendwie unsere Klimadebatte, wie denkst du, verändert sich auch deine persönliche Arbeit? Also du arbeitest ja wahrscheinlich auch von zu Hause aus jetzt gerade für dich. Da kannst du gerne auch noch was zu erzählen. Also die erste Frage, also naja, was soll man sagen? Also ich meine, Politik ist halt Mehrheiten beschaffen, wenn du irgendwie was umsetzen willst. Das heißt, also zum Beispiel, ne, wir als Grüne im Europaparlament, wir haben die Position, wir wollen 65% CO2-Minderung bis 2030. Die Sozialdemokraten haben die Position, sie wollen irgendwie 60%, die Linken wollen 70% und die Liberalen wollen 55%. So. Linke, Sozialdemokraten, Liberale, Grüne haben die Mehrheit. Die Mehrheit einigt sich jetzt auf 55%. Das heißt, irgendwie sozusagen, das ist halt die Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners. Wir haben eine Position, eine Mehrheit für 55%. Unsere Aufgabe als Politiker ist es, sozusagen diese Mehrheiten in die richtige Richtung zu drücken. Das ist nicht einfach, weil das haben ja nicht alle irgendwie unsere Partei gewählt.
Und deswegen müssen wir mit den anderen kooperieren, aber sozusagen das ist halt Gesellschaft und das ist irgendwie so Politik, das haben halt nicht alle die gleiche Meinung und irgendwie müssen wir trotzdem mit den Leuten zurechtkommen, die halt nicht unsere Meinung haben, aber wir versuchen sie durch Gespräch, durch Wissenschaft und so weiter davon zu überzeugen. Ich bin ganz glücklich, dass wir diese Mehrheit haben mit den 55%, ja, wenn die Liberalen, man weiß auch nicht immer so bei den Liberalen, wie die drauf sind, aber im Europaparlament sind die da bei dieser Frage eigentlich ganz gut drauf. Und deswegen brauchen wir zum Beispiel die Konservativen nicht, weil die Konservativen, die wollen nur 50% bis 2030. Also sozusagen, das ist halt, glaube ich, also meine Aufgabe als Parlamentarier ist es, diese Mehrheiten irgendwie zu beschaffen. Und das bedeutet auch manchmal Sachen nicht durchzubekommen, die ich mir gerne wünsche. Aber eigentlich macht es extrem viel Spaß. Ich muss auch nochmal vielleicht diesen Werbeblock für Europa, denn als Parlamentarier haben wir einfach mega die Möglichkeiten, dort versuchen, mit vielen Leuten zu reden, Bündel zu schnüren, irgendwie was durchzubekommen. Während sozusagen auf der Bundesebene wird eigentlich alles von der Regierung gemacht und die Leute im Parlament, die ja eigentlich sozusagen das Herz, die Herzkammer der Demokratie sein sollen, die nicken meistens nur ab, wie im Europaparlament. Wir können wirklich sozusagen Dinge anschieben, das macht total Spaß. Genau, und ja, wie verändert jetzt sich meine Arbeit durch diese Corona? Das ist echt krass. Ich meine, also ich bin halt zu Hause. Wir tagen nicht mehr richtig im Europaparlament. Das ist echt auch, finde ich, schwierig, weil wir natürlich immer noch überwachen müssen, was macht denn gerade die Kommission? Ich meine, nicht nur bei der Klimasache, sondern ich meine auch gerade, was passiert mit den Geflüchteten, die irgendwie von Frontex und von Griechenland gerade festgehalten werden. Also die Regierung, die Exekutive handelt und die Legislative, wir müssen die ja immer noch weiterhin sagen, zur Verantwortung ziehen. Das ist sozusagen die Grundfunktion auch in der Demokratie, dass wir kontrollieren. Und gerade eben ist es mega schwierig zu kontrollieren, weil wir keine Ausschusssitzungen haben. Wir haben jetzt diese Woche Donnerstag eine Sitzung des Parlaments, aber da stimmen wir halt sozusagen von zu Hause ab. Also das ist schon erschwerte Bedingungen. Genau, ich versuche halt über Webinare, so gerade jetzt diese Bildungsarbeit nach vorne zu bringen. Jetzt haben die Leute Zeit, auch Sachen zu verstehen, wie zum Beispiel, dass Europa echt wichtig ist bei der Klimapolitik. Hoffentlich haben das jetzt hier alle verstanden. Ich habe es wirklich versucht rüberzubringen. Aber solche Dinge eben. Und ich bin wirklich die ganze Zeit eigentlich von morgens bis abends irgendwie in irgendwelchen Telefonkonferenzen und so weiter. Treffe auch Lobbyisten, NGOs und so weiter jetzt über Telefonkonferenzen. Genau. Und wenn ihr vielleicht noch am Ende, wenn ihr wer erfahren wollt, wie europäische Politik so funktioniert, dann habe ich jetzt gleich ein Ask Me Anything auf Instagram. Also folgt mir dort, Micha Bloss, oder ich bin jetzt auch neu auf TikTok, mal sehen, wie das so wird. Oder irgendwie halt so, keine Ahnung, Telegram, Chat und so weiter. Schreibt mir eine E-Mail und ich versuche auf jeden Fall viel zu informieren, was wir auf europäischer Ebene machen. Wir haben auch ganz tolle Kampagnen. Wir hatten jetzt eine Kampagne zum Klimaschutzgesetz. We are ready, why aren't you? Wo man eben seinen Ministern, seinen Umweltministern schreiben soll. Und das versuche ich einfach jetzt weiterzuführen und so diesen Druck auf die Minister zu machen, irgendwie zusammen mit der Bewegung, mit vielen, sodass wir da vielleicht wirklich was Geiles hinbekommen. Also das Schöne ist, wir können auch wirklich was Gutes hinbekommen, wenn wir, es ist zwar, also sozusagen dazu muss viel passieren und wir müssen so große Länder wie Deutschland bewegen, aber wenn wir es tun, dann wird das echt nicht schlecht. Yeah, nice Abschlusswort. Danke, Micha, dass du heute hier dabei warst, dass du uns so einen krass lebendigen Einblick in die Europaebene gegeben hast und irgendwie mit so viel Begeisterung und Herzblut darüber sprichst und, glaube ich, uns allen irgendwie sehr viel mehr Klarheit und Motivation und Bock gegeben hast, jetzt genau da anzusetzen und da noch was zu rocken. Also, herzlichen Dank. Wir wollten auch schon sagen, es sind einige Fragen unbeantwortet geblieben, weil einfach sehr viel kam. Geht rüber zu Micha in Livestream oder schreibt ihm sonst wo. Ich glaube, er beantwortet euch alles gerne. Ihr könnt mir auch gerne diese Fragen nochmal schicken oder so und ich versuche die dann irgendwie zu publizieren und darauf Antworten zu geben. Das machen wir. Genau, auch danke euch, dass ihr da wart auf YouTube und auf Zoom. Der Livestream, der wird hochgeladen, den könnt ihr auch immer wieder anschauen. Und auch morgen geht es weiter mit Webinaren mit Wir bilden Zukunft und zwar um 16 Uhr mit dem Journalisten Daniel Bröckerhoff.
Da geht es um Fake News und wie wir mit Informationen umgehen können. Also schaltet da auf jeden Fall wieder ein. Ja, auch schön. Danke dir auf jeden Fall. Danke an euch, die zugeschaut haben. Immer wieder nett. Dann seid beim nächsten Mal auch dabei. Tschüss. Merci. Ciao.